Ich vergesse den Blockknopf immer. Boah, sein Kollege hat die Pfeile gefressen, das sieht man sogar. Komm her, komm her, komm her. Weg mit dem Kopf. Jetzt benutzen wir die Schwert. Kreisch einmal rum, Kratos, das reicht. Der falsche. Muss ich was drücken? Nein, ich muss nichts drücken. Kratos übernimmt das schon. Ja, yeah, das hat nichts gebracht. Ich hab, die waren sogar auf normal viel schwieriger, diese Viecher. Komm her, komm her, komm her. Ja! Zwei Köpfe weg, da bleibt nur noch einer. Weg damit! Komm her. Ja, yeah, dachte er. Boom, die Schulter. Oh! Geht's. Die sehen viel brutaler aus als der erste, den ich zu gesehen habe, wo ich den Bogen bekomme. Schnell weg hier. Und habe ich nicht gesehen. Ich glaube, diese kleinen mutieren zu den zwei großen, die wir gerade gesehen haben. Ach, ich dachte, ey, das gibt's doch hier. Fress das. Sogar wenn er das Viech nur anfisst, kommt der Blut raus. Bevor er den Knacks verpasst. Ja, ich habe das gerade gesehen. Ja, ich drück kurz Start. Ihr habt gesehen, es hat ist wieder gesprungen. Und ich muss kurz aufschreiben, wann das war. So. Kann weitergehen. Okay. Oh, schön hier in der Wand verkloppt. An der Wand, nicht in der Wand. Hi. Noch mehr? Hey, jetzt reicht's mir, reiß ihn auseinander. Ich will endlich diese. Ja, ich will genau das haben. Hey, die sind mir. Da an der Tür dran. Moment mal. 7000. Ah, das ist noch ein langer Weg. Willkommen, Spartan, komm in! Make yourself at home. This time, you won't be leaving. ...45 Minuten. Nein, ich beende nicht den Part. Ich glaube, ich zeige euch noch einmal. Nein, ich weiß nicht, wie lange ich spiele. Ein grüner... Was? Ich weiß, dass wir das jetzt schieben müssen. Boah, zum Glück macht das Kratos so schnell und nicht mehr so lahm wie in den anderen Teilen. Schnell rüber damit! Und gib den! Wie ich diese Harpien hasse, wie ich sie hasse! Schnell. Für dieses Rätsel brauchen wir erstmal das hier. Ihr habt gesehen, die Tür geht auf, aber nach einer Zeit würde das Ding wieder zugehen. Was wir jetzt brauchen, ist das hier. Das klemmen wir dazwischen. Weil wenn, dann kann die Tür da oben auch nicht mehr zugehen. Zwei weiße Truhen. Ja, ich habe das nur einen Millimeter verschoben. Wir müssen das extra neu zeigen.
Kein Problem. Ja. Ja, toll. Okay, das finde ich jetzt nicht mehr lustig. Jump off the wall. Ja, das will ich die ganze Zeit machen. Na, was haben wir hier drin? Rot und Gold. Okay. Für dich. Das geht aber ziemlich schnell weg. Oh, der wird sogar gegen die Wand geklatscht. Hier eine gute Taktik ist, schnappt euch so einen Köter und kickt ihn zu. Bäh, das klatscht ihn richtig. Ey, ich hab nichts gesehen. Das war feige. Bäh. Diese Minotauren keine Gegner mehr. Waren sie auch nie im gar keinen Teil. Der ist schon richtig blutig. Oh, und jetzt ist er noch blutiger. Kratos auch schon vom Blut durchströmt. Hm. Die Wände, die sehen so aus, als könnte man die kaputt schlagen. Ah, doch nicht. Hey. Nee, da ist nichts. Oh, dieser dämliche Stuhl muss wieder mal quietschen. Wieder so ein schöner langer Weg. Ah, okay, okay, okay. Ich weiß, was wir machen müssen. Aber da will ich noch nicht links gehen. Die Reste sind ein Thron. Die holen wir uns. Ich hoffe, in der anderen Truhe sind goldene drin. Blau. Immer das, was ich nicht brauche. Hm, hier ist nichts. Zurzeit nichts. Aber da hinten sind ein paar Krüge. Und eine Leiter. Ich habe eigentlich gedacht, dass hier noch so eine Truhe, so eine dicke Truhe ist für Upgrades. Ah, wo ist das? Ah, wusste ich's doch. Phönixfeder. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das als erstes upgrade. Habe ich wohl ein Gorgonauge vielleicht übersehen am Anfang. Ja, ziemlich mickrig. Das heißt, wir werden noch sehr viele davon finden. Hätte ich nicht gedacht. Ich kann das Buch nicht lesen. Na, Kratos kann es nicht lesen. Ja, ihr habt gerade gesehen, die Handschellen haben sich gerade geöffnet und da... Ey, hat sie ihre Augen aufgemacht? An epipath is inscribed on the pedestal. Here lies Persephone, Queen of the Underworld and Wife of two Hades. Ja, dem Typen, von dem wir den Bogen haben, der hat ja... glaube ich, die Affäre mit der gehabt. Und Hades liegt dem jetzt tot in den Sarkophag. Es ist eigentlich egal, welchen Weg ihr zuerst geht. Ihr müsst beide Wege gehen. Ah, das war doch ein schöner Kill. Um die anderen kümmern wir uns gleich. So.
weiß, dass wir hier runter müssen. Hier ist wieder so eine Art Schalter, der mit der Zeit verschwindet. Mich wundert es noch immer, dass ich zuerst die Magie erwischt habe. Also dieser Steinklotz da oben braucht ihr diesen Schalter nicht mehr zu blockieren. Ja. Da wir jetzt einen anderen Weg da durchgefunden haben. Ach, was soll nicht los? Mich wundert es nicht, dass diese Viecher auftauchen. Auseinanderläufer. Ich hasse Harpien. Also okay, das haben wir jetzt auch gelöst. Und wir schnappen uns diesen Brocken hier und schieben den erstmal, bringen den erstmal hier hoch. Aber noch nicht daran. Ich will jetzt mal gucken, ob es hier noch was gibt. Nein. Aha. Gut zu wissen. So muss ich doch erstmal runterspringen. Oh, was willst du? Nerv nicht. Okay, was passiert? Ah, ich habe ein bisschen Zeit. Ja, der Schalter da in der Mitte des Raumes, der hat ja die Handschellen geöffnet. Und wir konnten das so somit halt da reinziehen. Aber dieser Schalter in der Mitte, der öffnet beide Handschellen. Deshalb habe ich den Stein hier hingebracht. Weil wenn wir die Handschellen wieder öffnen, würde sich der rechte Arm wieder dorthin bewegen, also in die Mitte bewegen. Unser Ziel ist es erstmal, die Arme wieder auseinanderzuhalten. Sterb. Erstmal gucken, was hier alles gibt. Oh, das können wir gebrauchen. Na, ich finde das nicht so toll. Ich dachte, ich krieg noch irgendwo so ein Gorgonauge her. Weil das, was jetzt, was gleich passiert, ist ganz schlimm. Und na, da sieht man das links. Die Handschellen öffnen sich, aber der Arm bewegt sich nicht mehr weg. Weil das ja blockiert wurde. Jetzt müssen wir das auf der rechten Seite schnell schaffen. Ja, was ich gerade sagen wollte, das, was gleich passiert, wird ganz schlimm. Ach du verdammt. Kratos, du regst mich. Ja, schneller. Vielleicht hätte ich es auch beim zweiten Mal geschafft. Falls ich jetzt nochmal hier runterfall, dann mache ich das zweimal.